Bei mir im Beitrag geht es um digitale Lehre in Zeiten von Covid-19 natürlich und zum Thema Risiken und Chancen. Ich erzähle vielleicht dann ganz kurz etwas von mir, und zwar, mein Name ist Andrea Breidenbach. Ich arbeite an der Universität Marburg im Bereich Methoden und Statistik, also vielleicht noch für alle, das ist in Deutschland. Und habe schon ja, längere Zeit Erfahrung mit dem Inverted Classroom und anderen digitalen Tools. Und ich unterrichte sehr unterschiedliche Kurse im Bereich Methodenstatistik, und zwar zum Beispiel Vorlesungen, Übungen, Lehrprojekte, also eine relativ große Bandbreite. Und ich bin der Meinung, dass die Corona-Krise nicht nur als Risiko, sondern auch als Chance und vor allem als Chance für die digitale Lehre gesehen und genutzt werden sollte. Und was habe ich gemacht? Und zwar, die digitale Lehre ist ja, oder ich würde mal sagen, naja, vor Corona gab es in Deutschland und auch in vielleicht vielen anderen Ländern noch relativ wenig digitale Lehre. Ich dachte immer, es müsste eigentlich mehr sein. Und seit Corona ist es ja so, dass im Prinzip fast alle Kurse ja abgesagt wurden, dass fast alles digital stattgefunden hat, wenn stattgefunden hat. Und daraufhin haben wir Umfragen durchgeführt und Leitfadeninterviews bei Studierenden gemacht. Und zwar einmal Leitfadeninterviews im Sommersemester und eine Online-Umfrage, die fand im Sommersemester und im Wintersemester statt. Und auch noch eine Online-Umfrage bei Lehrenden im Sommersemester. Und zusätzlich habe ich dann noch internationale Studien analysiert und geguckt, was sagen die denn zu zum Beispiel den Vorteilen, den Nachteilen, wie das Studieren geht und so weiter. Und die Frage war also, welche Vorteile und Nachteile, aber auch Chancen ergeben sich eben durch die digitale Lehre. Und bei der eigenen Umfrage habe ich auch noch geguckt, sind denn bestimmte Gruppen von Studierenden stärker von der Umstellung auf die digitale Lehre jetzt betroffen als andere? Und welche digitalen Tools eignen sich für welche Lehrformate? Also sind jetzt nur so ein paar Punkte, die ich jetzt nenne. Und hier ganz kurz die ersten Ergebnisse, und zwar die Ergebnisse der Umfrage im Sommersemester. Die im Wintersemester habe ich nur angeguckt, aber noch nicht ausgewertet. Und zwar kann man bei den Studierenden sowohl international als auch national feststellen, naja, großes Problem ist beispielsweise der Jobverlust. Also Sie sehen international, das ist eine Studie, die in verschiedenen Ländern stattgefunden hat, weltweit. Ist es so, dass gesagt wurde, dass ungefähr, naja, fast 62% der Studierenden ihren Job verloren haben. Die Studie in Marburg sagt 35%. Und naja, auf der einen Seite ist es natürlich so, der Jobverlust hat jetzt nichts direkt mit der digitalen Lehre zu tun, aber im Prinzip ist es ja so, dass durch den Jobverlust auch eine finanzielle Ressource sozusagen eingeschränkt wurde. Und durch die digitale Lehre ist es jetzt wiederum so, dass natürlich auch Studierende vielleicht für technische Ausstattungen so doch relativ viele Ressourcen brauchen. Und das ist natürlich was relativ problematisches, wenn sie nicht die entsprechende Ausstattung haben, zum Beispiel schnelles Internet oder jetzt Headsets oder entsprechende Computer. Und ein anderes Problem ist, dass sowohl auch international mit 42%, in Europa 58% und in Marburg mit 76% die Studierenden gesagt haben, naja, der Workload ist viel, viel höher geworden. Also das ist sowas, was sich irgendwie auch wie so ein roter Faden durchzieht. Also es wird immer gesagt, naja, wir sind total überfrachtet mit der digitalen Lehre. Geht es einher, dass die Lehrenden uns viel mehr Stoff geben, dass wir viel mehr Übungen oder Textzusammenfassungen und so weiter machen müssen. Anderes Problem ist, dass häufig gesagt wird, dass die Qualität der digitalen Lehre jetzt schlechter ist als die analoge Lehre. Und ein ganz großes Problem ist die Belastung, und zwar vor allem zum Beispiel durch sowas wie isoliertes Lernen. Da gibt es ganz, ganz viele Probleme, dass es eben eine psychische Belastung ist durch die digitale Lehre, weil man ja keinen Kontakt zu anderen hat, weil man sich natürlich auch seine Zeit selbst einteilen muss. Also die psychische Belastung ist etwas, was sehr, sehr stark ist. Dann habe ich bei der eigenen Studie geguckt, gibt es denn Zusammenhänge? Ich nenne jetzt mal so ein paar Beispiele. Also ich habe zum Beispiel herausgefunden, naja, dass Studierende, die jetzt höher gebildete Eltern haben, die haben die digitale Lehre eher befürwortet.
Zum Beispiel auch Pendler oder Personen mit schnellem Internet. Also ich habe dazu eine Frage gestellt, sind Sie denn der Meinung, die digitalen Lehrangebote und Tools können die Präsenzlehre in der Corona-Krise ausreichend gut ersetzen? Und diese Gruppe haben gesagt, ja, also auf jeden Fall. Und da gibt es signifikante Zusammenhänge, wobei man natürlich immer gucken muss, ob man das jetzt auf andere Gruppen auch übertragen kann als jetzt die Studierenden in Marburg. Und eine andere Frage war, ich habe das Gefühl, oder was ich gefragt habe, ich habe das Gefühl, dass durch die Anwendung digitaler Lernangebote und Tools die Herausforderungen meines Studiums während Corona zu meistern sind. Und da ist es so, hat man gesehen, dass gesagt haben, Behinderte zum Beispiel, wobei es jetzt nicht selektiert wurde, welche Art der Behinderung die Leute aufwiesen, dass sie eben gesagt haben, nee, also ich kann es nicht meistern. Also die haben noch größere Probleme damit als andere. Und genauso ist es bei Personen, die zum Beispiel einen Nebenjob haben. Ja. Meine Folie geht gerade nicht weiter. So, jetzt. Auf der anderen Seite habe ich auch gesagt, Lehrende haben wir auch befragt. Und hier ist so ein Riesenproblem, das sich durchzieht, ist einfach die Arbeitsbelastung. Und zwar, die Arbeitsbelastung ist ganz, ganz stark angestiegen bei ganz vielen, auch im internationalen Bereich. Und man sieht zum Beispiel, dass durch die Arbeitsbelastung auch mit einhergeht, dass viele einfach weniger Forschung betreiben können. Und bekannt ist auch zum Beispiel, dass Frauen einfach stärker betroffen sind, wobei es nicht ganz klar ist, woran das jetzt liegt. Also beispielsweise, dass sie dann vielleicht verstärkt wieder irgendwie ihre Kinder mitbetreuen müssen. Und aber ein Punkt, der, glaube ich, auch sehr erwähnenswert ist, ist bei den Lehrenden, dass man in der Umfrage der Uni Marburg gesehen hat, dass die Lehrenden sich, also der größte Teil sich weitergebildet hat. Ich glaube, 70% haben gesagt, dass sie entweder Angebote wahrgenommen haben oder sich bei Kollegen informiert haben. Und dass man halt sieht, dass sie sich schon sehr engagiert haben. Also es sind ganz, ganz viele, die halt im Vorfeld auch was getan haben, damit sie möglichst gut ihre digitale Lehre präsentieren. Wie gut dann die Qualität war, naja, sei mal dahingestellt. Aber auf jeden Fall sieht man, dass viele sich eben engagiert haben. Und hier sind noch die Vorteile der Studierenden, aber auch der Lehrenden. Und zwar gab es auch offene Fragen, also was häufig genannt wurde und im Prinzip die Nennungen entsprechend eigentlich den Vorteilen, die man sowieso durch digitale Lehrformate immer wieder in Studien liest. Also viele haben halt gesagt, naja, die Flexibilität ist eine gute Sache, auf jeden Fall auch die Zeitersparnis, Bequemlichkeit. Also es wurde zum Beispiel genannt, das ist eigentlich ganz cool, dass ich mich jetzt früh morgens nicht fertig machen kann. Ich kann später aufstehen, ich kann mit dem Pyjama da sitzen. Ortsunabhängigkeit. Es gab aber auch so Stimmen, die zum Beispiel gesagt haben, naja, eigentlich ist es so, dass ich mich jetzt, wenn ich da einen Online-Kurs habe, mich sogar mehr beteilige, als wenn ich jetzt im Seminar sitze. Also all das sind auch Punkte, die jetzt als Vorteil gesehen werden können, natürlich noch viel mehr. Ja, was sind denn die Chancen für die digitale Lehre? Und zwar ist es so, dass Studierenden gesagt haben, sie möchten gerne in Zukunft mehr digitale Lehre. Also es war sowohl bei den internationalen Studien als auch bei unserer Studie so, dass ja, ich glaube mal 60, 70% sogar noch mehr teilweise gesagt haben, sie möchten auf jeden Fall, auch wenn Corona vorbei ist, gern mehr digitale Lehre. Was vor allem gesagt wurde, dass es auf jeden Fall mehr hybride Lernszenarien sein sollen, zum Beispiel wie das Inverted Classroom, Videos. Also mehr so Sachen, die jetzt wirklich richtig digital sind. Aber es wurde auch genannt, dass zum Beispiel Online-Kurse nützlich sind, Quizze, aber sowas wie Online-Sprechstunde zum Beispiel, dass das auf jeden Fall bleiben soll. Und vielleicht auch ganz wichtig, aber es ist so, dass eben gesagt wurde, dass eben das nicht natürlich für alle Lehrformate passt. Also es gibt Lehrformate, da funktioniert zum Beispiel Inverted Classroom, da funktionieren Videos relativ gut, sowas zum Beispiel für Vorlesungen. Aber wenn es natürlich sowas sind wie Übungen, also so, wo man einfach viel mehr Kontakt und Diskussionsbedarf hat, dann funktionieren halt bestimmte Sachen einfach nicht. Also muss da sehr stark separieren. Und es ist auch so, dass die Lehrenden gesagt haben, sie würden gerne nach Corona auch gerne mehr digitale Tools verwenden, was natürlich auch dem geschuldet ist, dass die jetzt das mal anpacken mussten. Also viele Leute, die früher gesagt haben, naja, ich habe eigentlich keine Lust, da was zu machen, das ist super anstrengend, warum soll ich jetzt Videos drehen oder so,
Die haben das jetzt gemacht, die haben dann gesagt, okay, ich möchte das dann aber auch weiterverwenden. Und auf der anderen Seite ist es aber auch, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man einfach von Seiten der Hochschulen auch überlegt, dass man die Infrastruktur ausbaut, also dass das wirklich dann auch weiterhin genutzt werden kann. Und auf einer anderen Seite auch ganz wichtig, dass man dann trotzdem versucht, die Lehrenden und die Studierenden zu unterstützen und natürlich auch guckt, dass sowas wie Arbeitsbelastung oder jetzt ja, Belastung von der Lehre und so weiter, dass das dementsprechend gehandelt werden kann. Und wie gesagt, meine Meinung ist, dass es jetzt wirklich natürlich alles risikobehaftet ist, aber ich bin halt der Meinung, ja, Corona sollte halt wirklich eine Chance sein, um das mit der digitalen Lehre voranzutreiben. Und wenn nicht jetzt, wann denn dann? Ja, und das war's von meiner Seite.